Der Text für unsere Predigt, den haben Brooke und Betty sich ausgesucht. Es war ihr Wunsch, dass wir heute an ihrer Hochzeit diesen Text hören als Predigt. Und wir finden ihn im Johannesevangelium in Kapitel 6. Die Verse 66 bis 69. Johannes 6, Verse 66 bis 69. Johannes 6, 66 bis 69. Hört das Wort des Herrn. Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ ወደፊትም ከርሱ ጋር አልሄዱም ኢየሱስም ለ12ቱ እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ተወዳላችሁን አለ ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ እኛስ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አምነናል አውቀናልም ብሎ መለሰለት አሜን አሜን Als Brooke und Betty zu Pastor Peter kamen und diesen Text vorschlugen Betty und Brooke ወደ Pastor Peter መጥተው ይሄንን ቃል Da sagte er ihnen, aber der Text hat doch nichts mit der Ehe zu tun. Pastor Peter, der ist auch gar nicht romantisch. Seid ihr euch sicher, dass ihr den Text haben wollt bei eurer Hochzeit? Sie wollten ihn haben, deswegen predigen wir heute darüber. Warum haben Sie sich diesen Text ausgesucht? Die Antwort ist, weil Ihnen das am allerwichtigsten ist. Das ist Ihr gemeinsames Ziel in Ihrer Ehe. Sie wollen gemeinsam bei Jesus bleiben und ihn niemals verlassen. Warum? Weil sie wissen, dass nur Jesus Worte des Lebens hat. Jesus bicha yezelalem hiyot qal indallo silawoku no. Weil sie geglaubt und erkannt haben, dass er der Heilige Gottes ist. የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑን ስላመኑና ስላወቁ ነው። Wenn man ein frisch verheiratetes Paar fragt, was sind die Ziele für eure Ehe? ከቅርብ ጊዜ በፊት የተጋቡ ተጋቢዎች ባልና ሚስትን ምንድነው አላማችሁ ብሎ ሰው ቢጠይቃቸው Dann sagen sie vielleicht, wir wünschen uns viele schöne Jahre zusammen. አንዳንዶቹ ብዙ ረጅም ደስተኛ የሆኑ ዓመታት ማሳለፍ እንፈልጋለን ይሉ ይሆናል። Viele schöne Erlebnisse, dass wir schöne gemeinsame Erinnerungen haben. በጣም ደስ የሚሉ ጊዜ እንድናሳልፍ እና ማስታወሻ የሚሆኑ ጊዜያት እንዲኖሩ እንፈልጋለን ይሉ ይሆናል። Dass wir gesund sind. ጤነኛ መሆን እንፈልጋለን. Dass wir zusammen alt werden können. በጋራ ሆነን ማርጀት እንፈልጋለን. Dass wir Kinder haben. ልጆችን መውለድ እንፈልጋለን. Und sehen, wie sie aufwachsen. ልጆቹ ሲያድጉ ማየት እንፈልጋለን. Dass wir irgendwann Enkelkinder haben. የልጅ ልጆችም እንዲኖሩን እንፈልጋለን. Dass wir uns mal ein Haus bauen können. ቤትም መገንባት እንፈልጋለን. Und so weiter. የመሳሰሉትን ይመስላል. Und das sind alles schöne Dinge, Segnungen von Gott. እነዚህም በጣም ጥሩ ነገሮች ናቸው የእግዚአብሔርም ስጦታ ናቸው. Und das wünschen wir euch beiden. ለእናንተም ለሁለታችሁ ይሄንን እንመኝላችኋለን. Aber ihr beide sagt, das ist nicht euer Hauptziel. እናንተ ሁለታችሁ ግን ይህ ዋና ዓላማችን አይደለም ብላችኋል. Euer Hauptziel ist nicht, ein möglichst schönes Leben hier zu haben. ዋናው ዓላማችሁ እዚህ ምድር ላይ ጥሩ የሆነ ሕይወት ለማሳለፍ ብቻ አይደለም. Euer Hauptziel ist, gemeinsam bei Jesus zu bleiben, eurem Herrn. የእናንተ ዋናው ዓላማችሁ በጋራ ሆናችሁ ኢየሱስ ጋር ለመቆየት ከእሱ ጋር ለመኖር ነው.
Ob das Leben nun schön ist oder nicht. Hiwat malkami hun aihun. Ihr sagt nicht nur, wir beide wollen zusammenbleiben. እኛ በጋራ ሆነን አብረን መቆየት አለብን አይደለም ያላችሁት? In guten wie in schlechten Zeiten? በጥሩም ባልሆነ ጊዜ? In Freude und Leid? በደስታና በሐዘን? In Gesundheit und Krankheit? በጤንነትና በበሽታ ጊዜ? In Wohlstand und Armut? በሀብትና በማጣት ጊዜ? Ihr sagt nicht nur, ihr beide wollt zusammenbleiben, komme was wolle? የፈለገው ነገር ቢመጣ አብረን መቆየት አለብን አይደለም ያላችሁት? Ihr sagt nicht nur, ihr beide werdet euch niemals voneinander scheiden. እናንተ ሁለታችሁ እንዳትለያዩ ብቻ አይደለም ፍላጎታችሁ. Sondern ihr sagt gemeinsam, wir beide wollen uns niemals von Jesus scheiden. በጋራ ሆነን ግን መቼም ቢሆን ከኢየሱስ መለየት አንፈልግም ነው ያላችሁት. Wir wollen gemeinsam bei ihm bleiben, komme was wolle. የፈለገው ነገር ቢመጣ በጋራ ሆነን እሱ ጋር መቆየት እንፈልጋለን ብላችኋል. In guten wie in schlechten Zeiten. በጥሩም ጊዜ በከባድም ጊዜ. In Freude und Leid. በደስታም በሐዘንም ጊዜ. In Gesundheit und Krankheit. በጤንነትም በበሽታም ጊዜ. In Wohlstand oder Armut. በሀብትም በማጣትም ጊዜ. Und das ist das Fundament dieser Ehe, die wir heute schließen. ዛሬ የምናካሄደው የጋብቻ ስነ ስርዓት እዚህ ላይ የተመሰረተ ነው. Das ist das Allerwichtigste für euch. ይሄ በጣም ለእናንተ አስፈላጊ ነገር ነው. Deswegen habt ihr euch diesen Text ausgesucht. ስለዚህም ነው ይሄንን ጥቅስ የመረጣችሁት. Dieser Text beginnt zunächst mit etwas traurigem. ይሄ ጥቅስ በመጀመሪያ አካባቢ በሚያሳዝን ነገር ይጀምራል. Nämlich dass viele nicht bei Jesus bleiben. ብዙዎች ከኢየሱስ ጋር መቆየት እንዳልፈለጉ ያሳያል. Nochmal Vers 66. 66 ቁጥር Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. ከዚህም የተነሳ ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች ወደ ኋላ ተመለሱ ወደፊትም ከእርሱ ጋር አልሄዱም. Es gab damals viele, die Jesus nachfolgten, die seine Jünger waren. ብዙዎች ነበሩ ኢየሱስን የሚከተሉትና ደቀ መዛሙርቱ የነበሩት. Viele, die ihn hören und von ihm lernen wollten. ብዙዎች ከሱ መስማትና ከሱ መማር የፈለጉ. Viele, die seine Wunder sehen wollten. ተአምራት ሲሰራ ለማየት የፈለጉ ብዙዎች ነበሩ. Aber dann passierte etwas, dass sie wegging von ihm. ግን የሆነ ነገር ተፈጠረና ከሱ ሸሽተው ትተውት እንደሄዱ እናያለን. Und das ist auch heute oft noch so. አሁንም በዘመናችንም ብዙ ጊዜ እንደዛ ያጋጥመናል. Wie viele Menschen haben sich mal Jünger Jesu genannt? ብዙ ሰዎች የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነን ብለው ጀምረው ነበር. Haben sich mal Christen genannt. ክርስቲያኖች ነን ብለው ራሳቸውን ጠርተው ነበር. Und dann sind sie doch weggegangen von Jesus zurück in ihr altes Leben. በኋላ ግን ተመልሰው ወደ ድሮ ኑሯቸው ተመልሰው ሄዱ. Und sie folgen ihm nicht mehr nach. ኢየሱስንም አይከተሉትም. Das ist das, was ihr beide niemals tun wollt. ይሄንን ነው ሁለታችሁ ማድረግ የማትፈልጉት ነገር ቢኖር. Niemals wollt ihr Jesus verlassen. መቼም ቢሆን ኢየሱስን መተው አትፈልጉም. Und warum auch? Warum sollte man Jesus verlassen? ለምንስ ኢየሱስን መተው ያስፈልጋል? Was hätte er getan, dass man ihm nicht mehr nachfolgen sollte? ምን አድርጎናል እንዳንከተለው የሚያደርገን ነገር? Was war der Grund, warum hier viele Jünger ihn verließen? ዚጋ እንደምናየው ብዙ ደቀ መዛሙርት ትተው ተሄዱት ምክንያቱ ምንድን ነበር? Wir erfahren das in den Versen zuvor, in den Versen 60 und 61. ከዚህ በፊት ያሉት ጥቅሶች ላይ ይሄንን ምክንያት እናያለን. Da heißt es Verse 60 und 61. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Stoßt ihr euch daran? ከደቀ መዛሙርቱ ብዙዎች በሰሙ ጊዜ ይሄ የሚያስጨንቅ ንግግር ነው ማን ሊሰማው ይችላል አሉ። ኢየሱስ ግን ደቀ መዛሙርቱ ስለዚህ እንዳንጎራጎሩ በልቡ አውቀው አላቸው። ይሄ ያሰናክላችኋልን? Das war also der Grund, weshalb sie gingen. Sie ärgerten sich an Jesus. በኢየሱስ ተሰናከሉበት። Warum? Weil er Dinge gesagt hatte, die ihnen nicht gefielen. ለምንድነው እሱ የተናገራቸው ነገሮች ስላልጣማቸው ነው? Dinge, die ihnen zu hart waren. ጠንካራ የሆነባቸው ንግግሮች ነበሩ. Die sie nicht ertragen konnten.
über die sie sich ärgerten und murrten. Was hatte Jesus denn gesagt? Jesus, dass sie sich so darüber ärgern, dass sie weggehen. Wir lesen das weiter zuvor in den Versen 41 bis 44. ከዛ በፊት ባለው ከቁጥር 41 እስከ 44 ባለው ይሄንን ምን እንዳለ ኢየሱስ እናያለን። Also ab Vers 41 da murrten die Juden über ihn, weil sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt er nun, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. እንግዲህ አይሁድ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ነኝ እንችላለ ስለ እርሱ አንጎራጎሩና አባቱና እናቱን የምናውቃቸው ይህ የዮሴፍ ልጅ ኢየሱስ አይደለምን? እንግዲህ ከሰማይ ወርጃለሁ እንዴት ይላል አሉ። ኢየሱስ መለሰ አላቸውም እርስ በርሳችሁ አታንጎራጉሩ የላከኝ አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ ሊመጣ የሚችል የለም እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። Jesus hat also gesagt, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Jesus እንግዲህ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ነኝ ብሏል። Jeder, der dieses Brot isst, jeder, der an Jesus glaubt, der hat das Leben. ያንዳንዱ ይሄንን እንጀራ የሚበላ በኢየሱስ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። Und das ärgerte die Jünger da. ይሄ ነው እንግዲህ እነዛ ደቀ መዛሙርቱን ያስቆጣቸው። Wie kann er sowas von sich sagen? እንዴት ብሎ ስለ ራሱ ይሄንን ሊናገር ይችላል? Für wen hält er sich? ማንን ብሎ አስቦ ነው? Er ist das Brot aus dem Himmel, das Leben gibt? እርሱ ከሰማይ የመጣ እንጀራ ነው ሕይወት የሚሰጥ እንጀራ እርሱ ነው ነኝ ያለ ነው ያለው? Der ist nicht aus dem Himmel? ከሰማይ አልመጣም? Ich kenne doch seinen Vater und seine Mutter. አባቱና እናቱን እናውቃቸው የለም እንዴ አሉ። Das ist doch der Sohn des Zimmermanns. የአናጺው ልጅ አይደለ እንዴ አሉ። Sie verstanden seine Rede nicht. ንግግሩን ሊያስተውሉት አልቻሉ። Sie erkannten nicht, dass mehr war als der Sohn von Josef und Maria. ከዮሴፍ እና የማርያም ልጅ ከመሆን በላይ Sie erkannten nicht, dass der Sohn Gottes war, der aus dem Himmel herabgekommen ist. ከሰማይ የወረደ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አላስተዋሉም ነበር። Allen, die an ihn glauben, das ewige Leben zu geben. እያንዳንዱ በእርሱ የሚያምኑትን የዘላለም ሕይወት ሊሰጥ እንደሚችል አላወቁም። Und dann macht er es noch schlimmer, dann setzt Jesus noch einen oben drauf, worüber sie sich noch mehr ärgern. ኢየሱስ ደግሞ ጨምሮ የሚያስቆጣቸውንም ንግግር ተናገረ። Sagt ihnen, ärgert euch nicht. አትቆጡ አላቸው። Es macht keinen Sinn, dass ihr euch ärgert. መቆጣታችሁ ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። Ihr könnt nicht an mich glauben. እናንተ በእኔ ልታምኑ አትችሉ። Denn nur die können an mich glauben, die vom Vater gezogen sind. አባቴ የሰጠኝ ብቻ ናቸው በእኔ ሊያምኑ የሚችሉ። Gott entscheidet, welche Menschen Jesus gibt. እግዚአብሔር ነው የሚወስነው የትኞቹ ሰዎች ወደ ኢየሱስ መምጣት እንዳለባቸው። ist es, der den Menschen Glauben schenkt an Jesus. በኢየሱስ እንዲያምኑ እምነት የሚሰጣቸው እግዚአብሔር ነው። Der ihnen die Erkenntnis schenkt, dass Jesus vom Himmel gekommen ist. ኢየሱስ ከሰማይ እንደመጣ እንዲያውቁ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። Und alle, die das glauben, ይሄንን የሚያምኑ በሙሉ ደግሞ Die wird Jesus auferwecken am letzten Tag. እነዚህን ደግሞ ኢየሱስ በመጨረሻው ቀን ያስነሳቸዋል። Und wird ihnen das ewige Leben geben. የዘላለምን ሕይወት ይሰጣቸዋል። Glaubst du das? ይሄንን ታምናለህ? Wenn du das nicht glaubst, dann bist du noch in deinen Sünden und gehst in den ewigen Tod. ይሄንን የማታምን ከሆነ ገና በኃጢአት ነው ያለኸው ወደ ዘላለም ሞትም እየሄድክ ነው ያለኸው። Und dann setzt Jesus noch einen oben drauf. ኢየሱስ ጨምሮ ሌላም ይናገራቸዋል። Also merkt schon, wie die sich alle über ihn ärgern und macht noch weiter. እንዴት እንደተቆጡ እንደሆነ ያወቀ ተጨማሪ የሚያስቆጣቸው ነገር ይሰጣቸዋል። Sagt nämlich, dass man sein Fleisch essen und sein Blut trinken muss, um das Leben zu haben.
ስጋዬንና ደሜን ካልጠጣችሁ ስጋዬን ካልበላችሁ የዘላለም ሕይወት አታገኙም ይላል። Und die, die ihn hören, denken, jetzt ist er völlig durchgedreht. የሰሙት ደግሞ አሁንስ ጨርሶ አብዷል እንደማለት ይላሉ። Es heißt in Vers 52. በቁጥር 52 ላይ እንዲህ ይላል። Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? እንግዲህ አይሁድ ይህ ሰው ስጋውን ልንበላው ይሰጠን ዘንድ እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ። Sie stritten darüber, sie waren empört. ተከራከሩ በጣም ተቆጥተው ነበር። Sein Fleisch essen? ስጋውን እንዴት አርገን እንበላለን? Das ist zu hart. በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። Das ist zu radikal. በጣም ጽንፈኛ የሆነ ነገር ነው። Und viele sagten, wir können den nicht länger hören. ብዙዎች ደግሞ በቃ ይሄንን መስማትም አያስፈልገንም ብለው ወሰኑ። Und sie ging weg. ወደ ኋላም ተመለሱ። Ihr Lieben, das waren Jünger, die waren Jesus nachgefolgt. እነዛም ደቀ መዛሙርት ነበሩ ኢየሱስን ሲከተሉ የነበሩ ነበሩ። Sie haben ihn schon häufig gehört gehabt. ብዙ ጊዜ ሰምተውት ነበር። Aber jetzt hat er etwas gesagt, das war ihnen zu hart und sie gingen weg. አሁን ግን የተናገረው ነገር በጣም ከበዳቸውና ተመልሰው ወደ ኋላቸው ሄዱ። Heute sagen viele das gleiche. ዛሬም ብዙዎች ይሄንኑ ይላሉ። Es ist ihnen viel zu hart, viel zu radikal, was in der Bibel steht. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው በጣም ጠንካራና በጣም ጽንፈኛ የሆነ ነገር ነው ይላሉ። Das muss man doch anpassen auf unsere heutige Zeit. ወደ አሁን ወዳለንበት ዘመን እኮ ማስተካከልና ማመቻመች ያስፈልጋል ይላሉ። Was sagt die Bibel? Es gibt einen heiligen, gerechten Gott, der die Welt, die Menschen richten wird. መጽሐፍ ቅዱስ ምንድነው የሚለው? ቅዱስና ዘላለማዊ የሆነ አምላክ አለ ሰዎችን ደግሞ በሰዎች ላይ ይፈርዳል ይላል። Ein Gott, der zornig ist auf die Sünder. በኃጢአት ላይ የሚቆጣ አምላክ ነው። Und wir alle sind Sünder. እኛም ሁላችን ኃጢአተኞች ነን። Ein Gott, der die Sünder verdammen wird in die ewige Hölle ins Feuer. ኃጢአትን ወደ ዘላለማዊ እሳት ወደ ጥፋት የሚፈርድ አምላክ ነው። Und dann schlachtet er noch seinen eigenen Sohn am Kreuz. የራሱን ልጅ ደግሞ በመስቀል ላይ አሳልፎ እንዲሰቀል አደረገው። Ein Gott, der Blut sehen will. ደም እንዲፈስ የሚፈልግ አምላክ ነው። Und er sagt, ihr alle seid böse. እናንተ ሁላችሁ ክፎች ናችሁ ይላል። Und in den Himmel werden kommen kann nur der an mich glaubt und an meinen Sohn. ወደ ሰማይ የሚመጣው በእኔና በልጄ የሚያምን ብቻ ነው ይላል። Und kein anderen Gott. Nicht der einen anderen Gott glaubt. በሌላ አምላክም የሚያምን አይደለም። Nur der glaubt an den Gott der Bibel und an seinen Sohn, nur der kann gerettet werden. የመጽሐፍ ቅዱሳችን አምላክና በልጁ የሚያምን ብቻ ነው መዳን የሚችለው። Das ist hart. በጣም ጠንካራ ነው። Das schließt ja so viele Leute aus. ይሄ እኮ ብዙ ሰዎችን ያስቀራል ያስወጣል። Wer kann das ertragen? ማን ነው ይሄንን ሊቀበለው የሚችል? Und viele Christen sogar schämen sich heute dafür. ብዙዎች ክርስቲያን ተብለው የሚጠሩ ሰዎች በዘመናችን በዚህ ራሳቸው ያፍሩበታል። Und sie trauen sich nicht, diese Sachen noch klar zu sagen. እነዚህን ነገሮች አጥብቀው ሊናገሩባቸው አይደፍሩም። Und viele folgen Jesus nicht mehr nach. ብዙዎችም ኢየሱስን ከመከተል ወደ ኋላ ብለዋል። Oder was wir gerade gelesen haben über die Ehe. ወይም ስለ ትዳር የሰማነው አሁን. Viel zu hart. በጣም ጠንካራ ነገር ነው. Viel zu radikal. በጣም ጽንፈኛ የሆነ ነገር ነው. Die Frau soll den Mann fürchten und sich ihm unterordnen? ሚስት ባሏን ልትፈራውና ራሷን ከሱ ስር ዝቅ ልታደርግ ይገባል ይላሉ። Lebst du noch im 19. Jahrhundert? በ19ኛው ክፍለ ዘመን እየኖርክ ነው ያለኸው? Und deswegen verlassen ihn viele. ስለዚህም ብዙዎች ትተው ይሄዳሉ። Sie können die Wahrheit der Bibel, die Worte Jesu nicht ertragen. የመጽሐፍ ቅዱስን እውነትና የኢየሱስን ቃላት ሊቀበሉ አይችሉም። Sie wollen nicht so ein Leben führen. እንደዚህ አይነት ህይወት መምራት አልፈልግም ይላሉ።
Vielleicht gibt es auch andere, die haben viel Trauriges erlebt in ihrem Leben. Tragödien, Verluste. Und deshalb verlassen sie Jesus. Weil sie ihm Vorwürfe machen. Warum hat er das zugelassen? ኢየሱስን ሊፈርዱበት ይፈልጋሉ ለምን እግዚአብሔር ይሄንን አደረገ ብለው ይወነጅላሉ und das leben wird ihnen zu hart und sie verlassen jesus ስለዚህም ህይወት ስለከበዳቸው ጌታን ትተው ይሄዳሉ wie ist das bei dir አንተስ ጋር ዛሬ እንዴት ነው glaubst du an jesus በኢየሱስ ታምናለህ ታምኛለሽ nicht nur dass du sagst ich glaube vor 2000 jahren gab es einen mann der jesus hieß የዛሬ 2000 ዓመት አንድ ኢየሱስ የሚባል ሰው ነበር ብሎ ማመን ብቻ አይበቃም። Ein guten Mann, so ein Religionsstifter. አንድ ጥሩ የሆነ የሃይማኖት መሪ ነበር ማለት በቂ አይደለም. Sondern glaubst du, dass er der Heilige Gottes ist? የእግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑን ታምናለህ ወይ? Der Sohn Gottes, der aus dem Himmel gekommen ist. የእግዚአብሔር ልጅ ከሰማይ የወረደው እሱ መሆኑን. Der einzige Weg zum ewigen Leben. ወደ ዘላለም ሕይወት የሚያደርሰው ብቸኛ መንገድ. Hast du das vielleicht früher mal geglaubt? Befit kabuzu gize befit ihnen amne noro ihon ihon. Aber du hast Jesus verlassen. Ahum gen Jesus entetawal. Weil dir irgendetwas einfach zu hart wurde. Ihone neger kabdobbe lihon ichil ihon ihon. Und du dir sagtest, das mache ich nicht mehr mit. Na ai his meketal alchilim bile ihon ihon. Warum wollen Brook und Betty Jesus niemals verlassen? ለምንድን ነው ቤቲ እና ብሩክ ኢየሱስን መቼም ሊተውት ያልፈለጉት? Selbst wenn manche seiner Worte hart sein mögen. ቃሎቹም ከባድም ቢሆኑ. Selbst wenn sie in ihrem Leben vielleicht harte Dinge erleben müssen. በህይወታቸውም የተለያየ ከባድ ነገር ቢገጥማቸው. Warum wollen sie niemals Jesus verlassen? ለምንድን ነው መቼም ቢሆን ኢየሱስን መተው ያልፈለጉት? Aus denselben Gründen wie die Apostel, die 12. አስራሁለቱ ደቀ መዛሙርት እንደወሰኑት በዛ ምክንያት ነው እነሱም ይሄንን የወሰኑት. Nochmal die Verse 67 bis 69. እንደገና ቁጥር 67 እስከ 69 እናነባለን. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. ኢየሱስም ለ12ቱ እናንተ ደግሞ ልትሄዱ ትወዳላችሁን? አለ። ስምዖን ጴጥሮስ ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ እኛስ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆን አምነናል አውቀናልም ብሎ መለሰለት። Simon Petrus spricht hier als Sprecher für die 12. Simon Petrus እዚህ ጋር የ12ቱ ተወካይ ሆኖ ነው ንግግር ያደረገ ያለው und achtet darauf was er nicht sagt ያላለውን ነገሮች እስቲ ልብ በሉ sagt nicht wir werden bleiben weil wir alles verstanden haben was du gerade gesagt hast ያላለው ነገር እኛ አንተ ጋር ምን ቆየው የተናገርከው ነገር በሙሉ ስለገባን ነው አይደለም ያለው sagt nicht wir werden bleiben weil nichts in deiner rede für uns zu hart war ከተናገርከው ንግግር ውስጥ ከባድ የሆነ ነገር ስላልነበረ አይደለም አንተ ጋር እንቆያለን ያለው sagt wo sollen wir denn hingehen ወዴት ልንሄድ እንችላለን ነው ያለው du und du allein hast worte des lebens አንተ ብቻ የዘላለም ህይወት ቃል አለህ Wenn wir ewig leben wollen, dann müssen wir an dir bleiben. የዘላለም ህይወት ከፈለግን አንተ ጋር መቆየት አለብን. Selbst wenn es hart wird. ከባድም ቢሆን. Sie haben erstens erkannt, was nur Jesus hat. በመጀመሪያ ደረጃ አንዱ የገባቸው ነገር ኢየሱስ ብቻ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ተረድተዋል. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. ጌታ ሆይ ወደ ማን እንሄዳለን? አንተ የዘላለም ሕይወት ቃል አለህ። Wenn wir dich verlassen, verlassen wir das Leben. አንተን ስንተው ሕይወትን እንተዋለን።
Hier in Johannes 6 wird diese Wahrheit immer und immer wieder wiederholt. Ihr unet be Johannes Wangel Meraf 6 tedegagmo ikarbal. Vers 27. Qutrs 27 lay. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. ለሚጠፋ መብል አትስሩ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ እርሱን እግዚአብሔር አብ አትሞታልና Vers 33 33 Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለምም ሕይወት የሚሰጥ ነውና አላቸው Vers 35 35 ቁጥር Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. ቁጥር 35 ኢየሱስም እንዲህ አላቸው የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም በእኔም የሚያምን ሁልጊዜ ከቶ አይጠማም Vers 40 ቁጥር 40 Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. ልጅንም አይቶ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወትን እንዲያገኝ የአባቴ ፈቃድ ይህ ነው። እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። Vers 47 ቁጥር 47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው። Vers 48 ቁጥር 48 Ich bin das Brot des Lebens. የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። Verse 49 bis 51 ከቁጥር 49 እስከ 51 Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. አባቶቻችሁ በምድረ በዳ መና በሉ ሞቱም ሰው ከርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይህ ነው ከሰማይ የወረደ ሕያው እንጀራ እኔ ነኝ ሰው ከዚህ እንጀራ ቢበላ ለዘላለም ይኖራል እኔም ስለ ዓለም ሕይወት የምሰጠው እንጀራ ሥጋዬ ነው Reicht das? ይህ ይበቃል? Jesus reicht es noch nicht, wir machen weiter. Jesus ይሄ አልበቃውም ጨምሮም ይናገራቸዋል. Vers 53. ቁጥር 53. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. ስለዚህ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ሥጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ በራሳችሁ ሕይወት የላችሁም። Vers 54 ቁጥር 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. ሥጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው እኔም በመጨረሻው ቀን አስነሳዋለሁ። Vers 57 ቁጥር 57 Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch wer mich isst, der wird auch leben. Meinetwegen. Hiau ab in der Lacken in dem Kaabetanessa hiau in dem Hohn, in die Hue im Mibelang der Gmo, keine Tanessa hiau i Honal. Und einer geht noch. And Kalich Amral. Vers 58. Kutur Hamsas Mint. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው አባቶቻችሁ መና በልተው እንደሞቱ አይደለም ይህን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል Habt ihr verstanden worum es Jesus geht? ኢየሱስ ምን እንደፈለገ እዚህ ላይ ተረድታችሁታል ወይ? Willst du ewiges Leben haben? የዘላለምን ሕይወት ትፈልጋለህ ወይ? Dann musst du glauben an Jesus. እንግዲያውስ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመን ይኖርብሃል።
Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Hulet amarachoch bicha nacho yallut. Entweder du bist so wie die vielen Jünger, die ihn verließen. Inde bizuochu getan tetu inde hedut deqa mazamurt litont tichilalle. Und du sagst, der Mensch, der sowas von sich sagt, ist ja wahnsinnig. Indezi sile rasu yeminager sow aamro yelello sow no litil tichil yihon yihonal. Oder du antwortest wie Simon Petrus. Weim inde Simon Petrus tmelisalle. Der Mensch, der das sagt, ist der Heilige Gottes, der ewiges Leben gibt. Yehnene tenagero yegzabher lij yezelalem hiyot yemiset esu no. Das sind kraftvolle Worte. Betam heile yallacho qaloch nacho. Aber Worte, die scheiden, die trennen, yemileyayu, yemikafaflu qalatoch nacho. Den einen sind sie zu hart. La andu kebad yihonubetal. Und den anderen sind sie das Leben. Leleilau degmo hiwet nacho. Wie Jesus noch sagt in Vers 63. Bas kuter 63 Jesus indalo. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Hiwetin yemiset menfes no. Siga minim aytakmim. Ene yenegerhuachu qal menfesim no, hiwetim no. Jesus spricht Worte des Lebens. Jesus yehiwetin qal no minnagero. Wer diese Worte glaubt, hat das Leben. እነዚህን ቃላት የሚያምን ህይወት አለው. Das Leben in Ewigkeit. የዘላለም ህይወት. Wo solltest du hingehen? ወዴት ልትሄድ ትፈልጋለህ? Wer sonst hat Worte des Lebens? የዘላለም ህይወት ቃል ያለው ማን አለ ሌላ? Also entscheide dich. ስለዚህ ውሳኔህን አድርግ. Ist dir das zu hart? በጣም ይከብድሃል? Dann gehst du in den Tod. ወደ ሞት ትሄዳለህ? Oder glaubst du? ወይስ ታምናለህ? Dann hast du das Leben. ካመንክ የዘላለም ህይወት አለ. Warum hat nur Jesus Worte des Lebens? ለምንድን ነው ኢየሱስ ብቻ የዘላለም ህይወት ቃል ያለው? Weil nur er aus dem Himmel herabgekommen ist. እሱ ከሰማይ ስለወረደ ነው. Weil nur er sein Fleisch und sein Blut gegeben hat am Kreuz. በመስቀል ላይ ስጋውና ደሙን ስለሰጠ ነው. Weil nur er den Sündern, die den Tod verdienen, das Leben geben kann. የዘላለም ጥፋት ለሚገባቸው ኃጢአተኞች ህይወትን ሊሰጥ እሱ ብቻ የሚችል ስለሆነ ነው. Sag, willst du ihn ablehnen? እርሱን ልትተወው ትፈልጋለህ? Willst du das Leben ablehnen? ህይወትን መተው ነው. Dann ist nicht Jesus der Wahnsinnige, sondern du. ይህን ካደረግ ከአእምሮ ውጪ ሆነው ኢየሱስ ሳይሆን አንተ ነህ ማለት. Warum solltest du das tun? ለምን ይህን ታደርጋለህ? Wenn du Jesus ablehnst, wirst du das Leben nicht sehen. ኢየሱስን ካልተቀበልከው ህይወትን አታያት. Es heißt in Johannes 3, Johannes Merafsos Kutter, Vers 36, Salasa Sintislai. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው. በልጁ የማያምን ግን የእግዚአብሔር ቁጣ በእርሱ ላይ ይኖራል እንጂ ህይወትን አያይም. Verstehst du, warum Brooke und Betty wollen, dass du heute diese Botschaft hörst? Betty na Brooke ihnen qal zare inditsema yefellegubeten mekniat yigabahal wey. Es geht um mehr als nur um eine Hochzeit. Zare gabicha sine sirat bicha sayhon kezam yemibelt neger menorun. Es geht um das ewige Leben und den ewigen Tod. Sile zelalem hiyotna sile zelalem tifat. Und Brooke und Betty haben erkannt, was die Apostel erkannten. ብሩክና ቤቲ ደቀመዛሙርቱ የገባቸው ነገር ገብቷቸዋል. Dass sie nirgends anders hingehen können. ወደ ሌላ ወደ የትም መሄድ እንደማይችሉ ገብቷቸዋል. Weil nur Jesus Worte des Lebens hat. ኢየሱስ ብቻ የህይወትን ቃል ስላለው.
Das ist das Erste, was sie erkannt haben, was er gibt. Nämlich das ewige Leben. Für alle, die seinen Worten glauben. Das Zweite, was sie erkannt haben, ist, wer er ist. Noch einmal, Johannes 6, die Verse 68 und 69. Johannes Miraf Sedis, Silsas Mintena Silsas Ding. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Simon Petrus geht ahoi wedemanen hedalen. Ante zelalem hiot kalale. Nyas ante Christus jehiau exavir lij nuhon. Ndehon amnenal auk analem blome lesalit. Jesus ist der Heilige Gottes. Christus jehiau exavir lij nuhon. Oder wie es in anderen Handschriften heißt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Beides ist wahr. Jesus ist der Heilige, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus Christus ist der Heilige, der Sohn des Und Petrus sagt, wir haben das geglaubt und erkannt. Petrus im Hinnen auch anal, amnen allem, Iloan. Einfach nur es zu erkennen reicht nicht. Mauk ovichabek eidel. Die Dämonen erkennen, wer Jesus ist. Aganentem Jesus mannen dohne auch utal. Es heißt in Markus 1, Vers 24, Markus 1, Vers 24. Markus 1, Kutter Arbaratilai. Da spricht ein Besessener, von einem Dämonenbesessener zu Jesus. And be aganen teteaze so, sle Jesus in die Hilal. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. Markus 1, Kutter Heratilai. Ersum, Nazaretu Jesus hoi ka antegar min allen. Tatafan mit ahene. Man in de hon hauk allo. Jexiavir kadusu, bloch ohe. Die Dämonen erkennen, wer Jesus ist. Aganent Jesus man mohonun jaukotan. An einer anderen Stelle heißt es sogar. Belela botalaim in der Zilal. Dass sie glauben, wer Jesus ist. Jesus man de hon jauk allo. Aber sie zittern vor Angst. Weil sie wissen, er wird sie vernichten. Das ist kein Erkennen und kein Glaube, der rettet. Die Dämonen werden nicht gerettet. Wie sprichst du zu Jesus? Sele Jesus im Mittelau Mindeno. Wie Petrus? In der Petrus no Mittelau? Oder wie die Dämonen? Weis in der Aganentu. Sagst du zu Jesus, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus in Antagar Minim Madrag in Dinoren Alfeligem, Maragoneger in Dinoren Alfeligem no Mittelau? Was glaubst du wohl, wird Jesus tun mit denen, die sagen, was habe ich mit dir zu schaffen? Jesus. Kantagara minim madergoneger in dinoren alfeligem lemilut, min einet melsinoral bletaswal. Das gleiche, was er mit den Dämonen tun wird. Lickele aganen tun dem Madergebacho, Adergebachoan. Er wird ihnen sagen, und ich habe nichts mit dir zu schaffen. Enem kanantagar minim jelenim ilachoan. Hinfort von mir ins Feuer. Kene raku wedet fat satim hidu ilachoan. Aber die Jünger haben geglaubt und erkannt. Wer Jesus ist. Mauk bichasahon amnoal Jesus man mohon. Ein rettender Glaube. Yemiaden imnet. Ein Glaube, der Jesus liebt. Jesus in yemiod imnet. Der auf ihn vertraut. Jesus in yemittamamen imnet. Der seinen Worten glaubt. Alun yemiamen. Der seine ganze Hoffnung auf ihn setzt. Tasfaun bemulu bersu lay yemitel. Der sagt, ich will dir nachfolgen. Ich muss deine Worte hören.
ያንተን ቃል መስማት አለብኝ የሚል Wo soll ich sonst hingehen? ወደ ሌላ መሄድበት የለኝም Herr, gib mir das Leben. ጌታ ሆይ ያንን ሕይወት ስጠኝ Denn du bist der Heilige Gottes. ምክንያቱም አንተ የእግዚአብሔር ቅዱስ ስለሆንክ Der Christus, der Sohn Gottes. ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ Du bist der einzige Retter und Erlöser. አንተ የመዳን መንገድ ብቸኛ ነህ Du bist der von Gott eingesetzte König und Herr über die ganze Welt. ከእግዚአብሔር የተወሰንክ የዓለምና የጠቅላላው የፍጥረት ሁሉ ገዢ ነህ Und Brooke und Betty sagen euch allen heute. Brooke und Betty ዛሬ ለሁላችሁም ሊሉት የሚፈልጉት ነገር Das ist es. ይህ ነው was ihr geglaubt und erkannt haben. ያመነው ያወቀነው ነገር ይህ ነው Darauf auf dieses Fundament wollen wir unsere Ehe gründen. በዚህ መሰረት ላይ ነው ትዳራችንን የምንመሰርተው. Auf Jesu Wort soll unser Haus gebaut werden. ቤታችን የሚመሰረተው በኢየሱስ ቃል ላይ ነው ብለዋል. Damit es nicht auf Sand gebaut ist. በአሸዋ ላይ እንደተመሰረተ ቤት እንዳይሆን. Sondern auf Felsen. ነገር ግን በአለት ላይ ተመሰረተ እንዲሆን. Und sie sagen, wir und unser Haus Wir wollen diesem König dienen. እኛም ቤታችንም ይሄንን ንጉስ ልናመልከውና ልንገዛለት እንፈልጋለን ይላሉ። Und was immer auch geschehen mag in unserem Leben. በህይወታችንም የፈለገው ነገር ቢፈጠር. Wie hart es auch werden mag. በጣም አስቸጋሪ ነገርም ቢያጋጥመን. Wo sollen wir hingehen? ወዴት እንሄዳለን? Jesus hat Worte des Lebens. ኢየሱስ የዘላለም ህይወት ቃል አለው። Er ist der Heilige Gottes. እሱ የእግዚአብሔር ቅዱስ ነው. Und möge das so sein, dass ihr euer Leben lang daran festhaltet. እግዚአብሔር ይሄንን ይስጣችሁ ህይወታችሁን በዚህ ላይ እንድትመሰርቱ. An dem, was ihr geglaubt und erkannt habt. ያመናችሁትና ያወቃችሁት ላይ ተመስርታችሁ እንድትቆዩ. Und möge der Herr auf dieser Grundlage eure Ehe segnen. እግዚአብሔርም ትዳራችሁን በዚህ መሰረት ላይ ይባርከው. Möge er mit euch sein, wenn es hart wird. ከናንተ ጋር ይሁን ጠንካራ ሲሆንባችሁ ሲከብዳችሁ. Wenn ihr manches nicht versteht. የማይገባችሁ ነገር ሲያጋጥማችሁ. Entweder aus seinem Wort. ከቃሉ. Oder auf dem Weg, den er führt. ወይም በመንገድ ላይ በምትሄዱበት. Aber der Herr wird euch führen als euer guter Hirte. ጌታ ግን እንደ መልካም እረኛ ይመራችኋል. Und er führt euch in Pfaden der Gerechtigkeit. በጽድቅ መንገድም ይመራችኋል. Aber das heißt auch, dass er euch durch dunkle Täler führt. በሞጥላ ሸለቆም ልትሄዱ እንደምትችሉ ማውቀኖርባችኋል. Durch das Tal des Todesschattens. የሞጥላ መንገድ. Aber er ist mit euch. እርሱ ግን ከእናንተ ጋር ይሆናል. Und wisst ihr, was Schafe machen, wenn es gefährlich wird? በጎች አደጋ ሲመጣ ምን እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? Sie laufen nicht weg von ihrem Hirten. ከረኛቸው ርቀው አይሄዱ sondern sie scharen sich umso enger um ihn ወደ ረኛቸው ከበው ይጠጋሉ dieses wort soll euch ermutigen ይህ ቃል ያበረታታችሁ ይገባል bleibt bei christus ኢየሱስ ጋር ቆዩ dem heiligen gottes የእግዚአብሔር ቅዱስ und ihr werdet das leben haben እናንተም የዘላለም ህይወት ታገኛላችሁ aber noch einmal auf euch alle zu sprechen zu kommen. ወደ ሁላችንም ጉዳዩን ለማምጣት. Brooke und Betty haben sich dieses Wort nicht nur für sich selbst ausgesucht. ይህንን ቃል Brooke እና Betty ለራሳቸው ብቻ አይደለም የመረጡት. Sondern für euch. ለሁላችንም. Es gibt auch heute hier einige. እዚህም ዛሬ አንዳንድ ሰዎች ትኖራላችሁ. Die nicht glauben und erkennen, dass Jesus der Heilige Gottes ist. ኢየሱስ የእግዚአብሔር ቅዱስ መሆኑን ያላወቁና ያላመኑ. Die nicht glauben, dass er allein Worte des Lebens hat. እሱ ብቻ የዘላለም ህይወት ቃል እንዳለው ያላወቁ. Es gibt einige von euch, die haben das mal bekannt. አንዳንዶችም አላችሁ ድሮ ይሄ ነገር ገብቷችሁ የነበረ. Aber irgendwann habt ihr ihn verlassen. የሆነ ጊዜ ግን ትታችሁት ሄዳችሁ. Und ihr seid ihm nicht mehr nachgefolgt. ተከትላችሁትም አልሄዳችሁም. Hast du verstanden, dass du auf dem Weg des Todes bist? ወደ ሞት መንገድ ላይ የሄድክ መሆንህን አስተውለሃል ወይ? Diese Predigt heute. ይህ ስብከት ዛሬ.
ist doch ein Aufruf an dich. Lantem jetzt Rino. Eine Bitte an dich. Jegibjat Rino. Eine Bitte von mir. Keine mir misset Gibjano. Eine Bitte von Brooke und Betty. Keine Brooke und Betty mir misset Jegibjat Rino. Mehr noch. Betech Amari Dagmo. Eine Bitte von Jesus selbst. Ke Jesus Karasu Ihone Jegibjat Rino. Glaube an mich. Bene Imen. Lass dich versöhnen mit Gott. Ich will dir Leben geben. Ich bin gestorben, um Leben zu geben. Wofür auch eure Ehe ein Bild sein soll. So hat er die Welt geliebt, so hat er uns geliebt. እኛንም ዓለምንም በሙሉ እንደዚህ ነው የወደደው. Dass er sein Leben hingab für uns. ህይወቱን ለኛ እስከሚሰጥ ድረስ. Und du willst ihn ablehnen? እና አንተም ይሄንን ጌታ ልትንቀው ትፈልጋለህ? ላትቀበለው ትፈልጋለህ? Es kann sein, dass heute zum letzten Mal diese Worte an dich gesprochen werden. ምናልባት ይህ ቃል ለመጨረሻ ጊዜ ሊሆን ይችላል ዛሬ. Was weißt du, ob du morgen noch lebst? Oder wenn du lebst, was weißt du, ob Gott noch jemals Lust hat, dir diese Worte noch einmal zu sagen? Irgendwann ist es zu spät. Kehre um. Tamales. Bekehre dich. Erkenne, wer Jesus ist. Jesus Mann, du hone astaul. Glaube an ihn und sein Wort. Folge ihm nach. Takatelo. Wisst ihr, ihr könnt Brooke und Betty heute viele teure und schöne Geschenke machen. Zare bezu wudde honuna stotawoch le Betty na le Brooke litsetwacho tichilallachu. Menalwat. Aber diese Geschenke haben keinen ewigen Wert. Spätestens wenn Brooke und Betty sterben, haben sie nichts mehr von euren Geschenken. Betty und Brooke, sie motu nizast otauch, minim mitag moacho nagar aydelu. Willst du ihnen das größte Geschenk machen? Tilluk unst otazare le Betty und le Brooke litzat oacho kafallagachu. Die größte Freude an diesem Tag. Größer noch als die Freude der Hochzeit. Dann tu Buße. Kehre um. Glaube an Jesus. Bei Jesus amen. Das ist die größte Freude. Für Brooke und Betty. La Brooke und Betty. Verstehst du das, wenn du heute glaubst? Dann werden Brooke und Betty in 50 Jahren zurückdenken an ihre Hochzeit. Und das Schönste, woran sie sich erinnern werden, ist, dass ihre Hochzeit der Tag deiner Rettung war. Denn das hat ewigen Wert, das ewige Leben. Es heißt im Himmel, vor den Engeln Gottes, ist große Freude über einen Sünder, der Buße tut. Über einen Sünder, der das Leben hat. Deswegen gehe nicht weg von Jesus. Und wenn du weggegangen bist, geh zurück zu ihm. Noch ist es Zeit. Noch ist er bereit, dich wieder anzunehmen. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht.
Lass heute den Tag deiner Rettung sein. Sare medanih ken adirgo. Den Tag, an dem du glaubst. Yemtamnebet ken. An den Heiligen Gottes. Yegzabierin kedus mtamnebet. Und das ewige Leben hast. Na yezalalemin hiwot mtagenyebet. Das ist das, was Brook und Betty euch sagen wollen. Betty na Brook zare linegroachu yefellegut yenen. Und das ist das, was wir euch beiden, Brook und Betty, zurückwünschen. Inyam le Betty na le Brook melisen linnemenyellacho yemenfellego yenen. Euer ganzes Leben lang. Ye behewetachu zaman bemulu. Dass ihr euch nicht voneinander scheidet. Kers versen dat leayu. Aber dass ihr beide euch auch niemals von Christus scheidet. Nantem ke Christosem dat leyu. In guten wie in schlechten Zeiten. Bemalkamem bekufum gize. In Freuden wie in Leiden. Bedesetam behazenem gize. In Gesundheit wie in Krankheit. Betenenetem bebeshtam gize. In Reichtum wie in Armut. Behabtem beetot gize. Was auch kommt. Yemetau bimeta. Wie hart es auch wird. Minim aschegari bihon. Ihr bleibt an Christus. Be Christus tatsantachu tinorallachu. Und wenn ihr auch hier leidet. Au zih midirlaim mekara bidersbachu. Und wenn ihr auch hier sterbt. Zih midirlaim bitmotu. Ihr habt das ewige Leben. Nante zelalem hiwot allachu. Und zum Abschluss, es geht nicht nur darum, dass ihr an ihm festhaltet. በማጠቃለያም እናንተ እሱን እንደምትይዙት እና እሱ ላይ እንደምትጣበቁ ሳይሆን sondern er wird euch festhalten. እሱ ነው እናንተን የሚይዛችሁ. Noch einmal Johannes 6 den Vers 39, Vers 39. Johannes 6 Vers 39. Johannes ምዕራፍ 6 ቁጥር 39 መልሰን እናነባለን. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. ከሰጠኝም ሁሉ አንድ ስንኳ እንዳላጠፋ በመጨረሻው ቀን እንዳስነሳው እንጂ የላከኝ አብ ፈቃድ ይህ ነው. Er ist der gute Hirte. እርሱ መልካሙ እረኛ ነው. Er verliert seine Schafe nicht. በጎቹን አይተዋቸው. Die wirklich glauben haben. እውነተኛ እምነት ያላቸው. Die ihm wirklich von Gott gegeben sind. ከእግዚአብሔር የተሰጡት የሆኑ ትክክለኛዎቹ. Die werden ihn nicht verlassen. አይተውትም. Sondern die werden bei ihm bleiben. እርሱ ጋር ይጸናሉ. Warum? Weil sie so toll sind. በጣም ጥሩ ስለሆኑ አይደለም. Nein, weil er sie hält. እሱ ግን ስለሚይዛቸው. Weil er von Gott dem Vater den Auftrag bekommen hat. ከእግዚአብሔር አብ ይሄንን ትእዛዝ ተቀብሏል. Dass er von den Menschen, die Gott ihm gibt, እግዚአብሔር ከሚሰጠው ሰዎች nichts, auch nicht einen verliert. ማንንም ቢሆን አንድም ሰው ቢሆን እንዳይጠፋ. Sondern sie alle auferweckt am letzten Tag. ሁሉንም ግን በመጨረሻው ዘመን እንዲያስነሳ. Und das wird er tun, er wird euch auferwecken am letzten Tag. በመጨረሻው ዘመንም ያስነሳቸዋል. Und alle, die an ihn glauben. ሁሉንም በርሱ የሚያምኑት በሙሉ. Und dann werden wir das ewige Leben haben. Ja, nehmen wir mal, ihr alle meine Hirte nur sollen. Dann wird der Tod für immer verschlungen sein im Sieg. Ja, ein gesehen degmo Mot بدل من نسات توات يميلو لزلالم يفصمال. Möge Christus euch auferwecken am letzten Tag. Christus بمجرشاو زمن ياسنساچو. Möge er euch Kinder schenken und auch sie auferwecken am letzten Tag. ልጆችም ይስጣችሁ እነሱንም ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ያስነሳቸው. Möge er euch Kindeskinder schenken und sie auferwecken am letzten Tag. የልጅ ልጆችም ይስጣችሁ እነዛንም ደግሞ በመጨረሻው ዘመን ያስነሳቸው. Möge er uns alle auferwecken am letzten Tag, weil wir erkannt haben, wer er ist. በመጨረሻው ዘመን ሁላችንንም ቢሆን ያስነሳን ስላወቀን ማን መሆኑን. Der Heilige Gottes. የእግዚአብሔር ቅዱስ. Und weil wir erkannt haben, was nur er geben kann. እርሱ ብቻ ሊሰጠው የሚችለውን ነገር ስላወቀንም. Nämlich das ewige Leben. ይኸውም ደግሞ የዘላለምን ሕይወት. Durch den Glauben an sein Wort. በቃሉ በማመን. Und an sein Blut. በደሙም በማመን. Gepriesen sei Jesus. ክርስቶስ የተባረከ ይሁን.
Der Christus, der Sohn Gottes. Jesus, የእግዚአብሔር ልጅ የተባረከ ይሁን. Der Heilige Gottes. የእግዚአብሔር ቅዱስ. Das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. ከሰማይ የወረደው እንጀራ. Gepriesen sei der Herr. ጌታ የተባረከ ይሁን. Der allen das ewige Leben gibt, die an ihn glauben. በርሱ የሚያምኑትን ሁሉ የዘላለምን ሕይወት የሚሰጣቸው. In dem Namen Gottes. በእግዚአብሔር ስም. Des Vaters. አብ. Des Sohnes Bewald. Und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.